Es war das letzte Heimspiel dieses Jahres, dieses 1-1 gegen Homburg. War es dem auch würdig? Wie gut schätzt du die Qualität des Spiels ein? Ich denke, dass wir insgesamt ein sehr umkämpftes Spiel gesehen haben, insgesamt, in dem wir oder beide Mannschaften jetzt spielerisch nicht glänzen konnten. Ich glaube, dass die Platzverhältnisse da auch ihr Übel zu beigetragen haben. Es war so, dass wir sicherlich in den Zweikämpfen ein bisschen aggressiver waren, deutlich mehr Balleroberungen verzeichnen konnten. Trotzdem konnten wir unsere Chancen oder unsere Umschaltmomente nicht so ausspielen, wie wir es uns vorgestellt hatten. Dementsprechend mussten wir selber auch viele Ballverluste verzeichnen. Insgesamt denke ich, geht das Unentschieden in Ordnung und ich glaube, dass wir unsere gute Heimbilanz dann auch mit dem Unentschieden ganz gut vergolden konnten. Ja, es war ja das zweite Spiel schon gegen Homburg in dieser Saison. Das erste war ja, ja, sagen wir mal, alles andere als zufriedenstellend. Wie glücklich bist du, dass das zweite Spiel besser lief? Ja, wie gesagt, wir haben es ja schon vor dem Spiel auch gesagt, dass wir damals eine ganz andere Ausgangssituation hatten. Wir hatten eine sehr, sehr neu formierte Mannschaft. Wir waren zu dem Zeitpunkt noch gar nicht ansatzweise so gefestigt, wie wir es jetzt aktuell sind. Wir hatten damals auch noch gar nicht alle Spieler auch mit an Bord, die wir jetzt haben. Wir haben die eine oder andere Verpflichtung erst danach getätigt. Dementsprechend eine ganz andere Situation, gar nicht miteinander zu vergleichen. Trotzdem, glaube ich, sieht man jetzt unabhängig von dem Ergebnis jetzt am Wochenende, sieht man insgesamt, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir eine gute Entwicklung haben, aber trotzdem noch viel Luft nach oben ist. Jetzt hast du es ja schon eingangs erwähnt, Heim seid ja diese Saison richtig stark. Zweiter Platz, das seid ihr, das kann ich auf jeden Fall sehen lassen. Warum seid ihr auswärts nicht so stark, beziehungsweise wie groß ist da das Lob ans Team, dass es Heim so gut klappt? Ja, also zur ersten Frage, wir sind natürlich glücklich, dass wir zu Hause, sage ich mal, so eine kleine Macht sein können. Ich glaube, wir haben viele Heimspiele dieses Jahr mit unseren Fans im Rücken für uns entscheiden können, auch zu späten Zeitpunkten, auch jetzt der Ausgleich zu einem späten Zeitpunkt am ersten Spieltag gegen Barling hinten raus. Natürlich gibt es nochmal Kraft, wenn die Zuschauer die Jungs auch nach vorne pushen bis zum Ende. Ich glaube, das ist sicherlich auch ein Garant dafür, dass wir zu Hause sicherlich erfolgreich gewesen sind. Auswärts haben wir uns teilweise ein bisschen schwer getan. Natürlich liegt es auch so ein bisschen an den Gegnern, die wir dann auswärts auch hatten. Da war natürlich das ein oder andere Kaliber auch mit dabei. Das muss man auch ganz klar sagen. Ansonsten haben wir aber jetzt auch hinten raus den einen oder anderen, oder wir haben unsere Auswärtsstatistik hinten raus so ein bisschen verbessert, sage ich mal. Und da wollen wir dann auch in der Rückrunde dran anknüpfen. Ja, und etwas für die Auswärtsstatistik bzw. die Auswärtsbilanz kann man ja jetzt auch am kommenden Samstag machen. Da geht es gegen Hessen-Kassel in Kassel eben. Das letzte Spiel ging 3-1 aus, als man hier heim gespielt hat. Kann man das Spiel dieses Mal wieder so positiv gestalten? Ja, wir werden auf jeden Fall alles dran setzen. Also das ist Derby, wir werden alles reinhauen wieder. Wir müssen wieder kämpferisch absolut ans Limit kommen und dann halt eben auch im eigenen Ballbesitzspiel, auch wenn sicherlich wieder der Untergrund ziemlich schwer sein wird und vielleicht spielerisch uns das ganze Leben noch ein bisschen schwieriger macht, trotzdem versuchen, zielstrebiger unsere Möglichkeiten dann auch ins letzte Drittel auszuspielen und uns dann auch mit ein bisschen mehr Toren zu belohnen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir dort die volle Punkteausbeute mitnehmen können und das auch wollen, aber wir müssen wieder absolut ans Limit kommen. Dann viel Erfolg dabei und vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Gute Tim, 1-1 der Endstand gegen Homburg. Glückwunsch zum Tor an der Stelle. Du hast nämlich den Ausgleichstreffer für den FSV geschossen. Wie glücklich macht dich dieses Tor? Ja, ich glaube, es war wichtig für die Mannschaft. Haben uns 90 Minuten, glaube ich, in alles reingeworfen. Und dann, dass wir so einen Lucky Punch am Ende landen, ist, glaube ich, ja, für alle ein geiles Gefühl. Für mich auch. Ist schon lange her, dass ich mal getroffen habe. Deshalb ja, war schon super. Ich glaube, für alle, auch die Fans im Stadion. Hat Spaß gemacht. Jetzt hast du es ja schon angesprochen, der Treffer fiel am Ende, also wirklich ganz am Ende der Partie, in der 92. Minute, um genau zu sein. Was ist das für ein Gefühl, dieses Tor so spät zu treffen? Ja, also für mich ein bisschen surreal, weil also als ich den Ball getroffen habe, habe ich schon gemerkt, oh, den erwische ich ganz gut und danach war er auf einmal im Netz und dann, keine Ahnung, hast du nur noch einen Tunnelblick, läufst zu deinen Leuten, lässt dich feiern und ja, also kann man nicht ganz genau beschreiben, aber ich glaube, jeder, der Fußball spielt, weiß, es gibt eigentlich kein schöneres Gefühl. Ja, ein Jubel hast du ja auch ausgepackt. Kann man ja auf dem FSV-Instagram-Account schon gut achten. kam das spontan oder hast du dir den schon voll? Ja, also ich sage ehrlich, es war eine Übersprungshandlung. Und dann bin ich ein Stück gelaufen und habe gedacht, oh, der Platz sieht aber gut aus, ist schön nass. Und dann habe ich einen Knierutscher ausgepackt, habe nur gehofft, dass ich nicht stecken bleibe. Aber es ist alles gut gegangen. Und dann, ja. Und sah auf jeden Fall auch sehr gut aus. Na, das freut mich doch. Dann vielen Dank fürs Gespräch, Tim. Danke dir. Und viel Erfolg fürs nächste Spiel. Danke. Gute Fabian, ein intensives Spiel liegt hinter euch mit Homburg. Als wie gut schätzt du eure Leistung an?
Ja, ich glaube, es war ein sehr intensives Spiel, läuferisch als auch ja, Zweikampfhärte. Also ja, wir haben viel investiert, um den einen Punkt hier zu behalten, war sehr, sehr schwierig für uns. Aber ich glaube, wir haben das gut gemeistert, haben auch nicht viel zugelassen und ja. Ja, jetzt muss man ja sagen, war es das zweite Spiel gegen Homburg. Was habt ihr besser gemacht gegenüber dem ersten Spiel? Ich glaube, wir haben auf jeden Fall die Zweikämpfe hart angenommen, waren sehr aggressiv gegen den Ball und ja, ich glaube, das war am Ende der Weg zum Punkt. Ja, jetzt muss man ja sagen, der Ausgleichstreffer fiel sehr spät, also in der 92. Minute, um genau zu sein. Hast du selbst noch daran geglaubt, dass man diesen Punkt hier behalten könnte? Auf jeden Fall, ich habe sogar an den Sieg geglaubt, weil in der zweiten Halbzeit, wie man gesehen hat, hatten wir Chancen, um in Führung zu gehen. Leider haben wir dann das 1-0 bekommen, aber ich war immer noch guter Dinge, dass wir einen Punkt holen, wenn nicht sogar mehr. Und ich glaube, am Ende war das ein verdienter Punkt. Alles klar, dann vielen Dank dir für diese Einschätzung und viel Erfolg am Samstag. Dankeschön.